Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 7. Ja, und ja, wir haben hier ja gerade gesehen, dass die Mia, also in der letzten Folge haben wir gesehen, dass die Mia von dem Sohnemann irgendwie jetzt entführt wurde. Ich weiß auch gar nicht so genau, ob wir die wirklich wiederhaben wollen, aber prinzipiell sind wir ja deshalb überhaupt da in dieser Lage, wo wir uns befinden. Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir haben Flammenwerfer. Ich möchte prinzipiell gar nicht mehr hier weg. So. Aber ich befürchte, wir müssen ja irgendwie jetzt gucken, dass wir die Mia wiederfinden. Und wir müssen ja auch noch das Serum finden. Weil die Mia, selbst wenn wir sie wiederkriegen, uns so in ihrer Verfassung jetzt gerade mal nicht so viel hilft. Wir müssen sie ja irgendwie wieder heilen. Oh, da liegt ein Wackeldart-Kandidat. Ein Wackelkopf halt. Ihr wisst, was ich meine. So. Ich muss mir immer merken, jetzt, wo ich die ganzen Sachen hingelegt habe. Vor allen Dingen muss ich mir merken, dass ich jetzt keine erste Hilfe habe auf irgendeinem Slot. So, was haben wir im Moment? Steinstatue. Ach, wir hatten doch auch noch hier antike Münze können wir weglegen. Aber hier mein Gott, Steinstatue konnten wir doch da irgendwo einsetzen. Da war doch noch so eine Geheimtür. Wo war die denn? Denk, 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 denk. Wo war die denn nochmal? Eine gute Frage jetzt. Na, steh auf. Wo war die denn? Pfui! Bah! Oh! Bäh. Geh doch zurück, Blödmann! Wie bleibt draußen? Sie will die mich verarschen? Mann! Erschreckt mich doch nicht so! Ich renn mal weg, ne? Ich renn mal weg. Halleluja. Mann, Mann, Mann. Oh, fängt ja gut an. Hier war noch so ein Nest. Können wir auch mal gleich ab. Ich weiß nicht, ob wir ein bisschen sparsamer sein sollten mit dem Feuerzeug. Schießen wir die doch mal ab da an der Seite. Brennstoff, Brennstoff, irgendwas? Haben wir. 220 haben wir noch. Das heißt, wir können auf jeden Fall nochmal nachladen. Das ist gut. Das ist gut. So. Mann. Kriege die Krise. So, was haben wir hier? Kraut. Sehr schön. Haben wir sonst noch irgendwas? Die kann jetzt jederzeit wiederkommen, oder? Kommt die da nicht raus? Hat die uns da nur aus der Tür verbannt? Wo mussten wir denn lang? Ich weiß nicht mehr wo. Geh nicht hoch. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Halleluja. Gott, das ist. Genauso wie beim Vater. Können wir denn jetzt hier durch? Wenn die da vorne ist, können wir doch vielleicht. Was? Warum? Warum? Was denn? Okay, da können wir nicht durch. Wir hatten die doch weggemacht. Ach, Spiel, verarsch mich doch nicht. Nee. Ich weiß, ich heule hier schon wieder rum.
Ja, wie sollen wir denn dann da rumkommen, wenn die da rumschleicht? Es dauert jetzt ein bisschen. Ich habe noch keine direkte Strategie. Sie hier weg. Gott, ich habe so eine Panik. Wir laufen einfach hier durch. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Was ist da? Speichern. Da hier war gar nicht speichern. Scheiße. Scheiße. Ich dachte, hier wäre speichern gewesen. Ja, füll erstmal in Ruhe nach. Sind wir ja gewohnt. Wir haben ja massig Zeit. Boah, wieso gehen die ja nicht kaputt? Scheiß Drecksviecher. Entschuldigung. So. Da draußen ist auch schon wieder so ein Knüdel. Haben wir den nicht schon weggemacht? Keine Ahnung mehr, ja. Da haben wir schon reingeguckt, ne? Ich wollte da vorne hin, glaube ich. Vorne wollte ich hin. Da war doch so ein Stand für diese Statue. Ach, leck mich doch. Was? Hier ist zu? Nein, da ist die Olle. Da ist die Olle. Raus hier. Wir rennen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinrennen. Da sind auch schon wieder so Viecher. Kommen die immer wieder? Spawnen die neu? Das wäre unschön. So viel Brennstoff haben wir doch gar nicht. Das muss anders. Irgendwie muss ich... Ich mache wieder irgendwas falsch. Oh. Gleichzeitig bin ich schon wieder hier. Du lachst. Ich finde das gerade gar nicht so lustig. Halleluja. Ja, durch die Tür können wir nicht durch. Die läuft da rum. Ich habe keine Ahnung, wie wir wo lang kommen jetzt. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Da hat die schon wieder was Neues aufgespannt. So, hier kommen wir definitiv nicht durch. Fuck! Ja! Hier können wir es draufstellen. Hier wollte ich hin, sehr schön. Wir rennen in Safe-Raum. Ja. Warte, wie bitte? Was hat die gesagt? So wirklich. Nette alte Dame. Puh, hier wollte ich ja. Alles gut. Wir sind im Safe-Raum. So, antike Münze können wir erstmal ablegen. Steinstuhl brauchen wir. Das legen wir auch erstmal ab. Kraut legen wir ab. Festbrennstoff brauchen wir. Wir müssten auch irgendwie welches herstellen. Boah, wir haben so wenig noch. Pillen brauchen wir gerade nicht. Chemikalie, defekte Pistole. Das war's schon. Okay, meine Lieben, ich speichere einmal hier schnell. Kennt man ja von mir. Und dann gucken wir, dass wir doch eventuell diese Statue da drauf setzen. Ohne, dass die uns natürlich sieht. Frage ist, kommt die random hier irgendwie überall lang gelaufen? Okay, da ist sie nicht. Legen wir jetzt doch ganz schnell diese Statue. Ich habe irgendwie ein Problem mit dem Wort Statue. Steinstatue. So. Hier, das sieht doch schon mal. So, es sieht ganz gut aus. Vielleicht noch ein bisschen.
Ach, reicht das schon? Ja, reicht schon. Sehr gut. Ich bin schon wieder so angespannt. Mama. Okay, ab rein da. Hier sind wir ja mit der Mia auch schon lang. Mist, 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 Mist! Ja, scheiße! Das war aber nicht da, oder? Ja, scheiße. Bäh. War so viele. Bah! Krabbel. Gott, ich nehme gleich erstmal ein langes Bad oder so. Beim. Echt. Oh. Ist da? Hier brauchen wir einen Schlüssel. Flüssige Chemikalie. Hier war ein Zettel. Zoe, du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Wahrscheinlich das Serum. Und was planst du mit meinem Altar anzustellen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe? Du armseliges, verwöhntes Kind. Ich wünschte, du wärst nie geboren. Nette Mutti. Unausstehlich, armselig, aber immer so herabschauend auf uns. Wieso sind da verschiedene Buchstaben groß? Und versuchst, dein Zuhause zu verlassen, nach allem, was wir für dich getan haben. Armselig, 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 armselig. Wenn du meinen Altar noch auch nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab und servier sie als Steak. Okay. Ist da irgendeine versteckte Botschaft hinter, dass man irgendwie nie stehselig raps zu Hause allem? Ich dachte vielleicht die Großbuchstaben zusammen, also ne, zusammen, aber wohl doch nicht. Hätte ja sein können. Weil irgendwie ist das schon komisch, dass manche Sachen groß und manche klein geschrieben sind. Armselig unten natürlich, aber sonst sehe ich da jetzt noch nicht irgendwie eine geheime Botschaft. Weil nie stehst Grab. Zu Hause. Samselig. Nee, tut mir leid, weiß ich nicht. Okay, wir sollen ihren Altar nicht anfassen, beziehungsweise Zoe soll das nicht, also wir wahrscheinlich dann auch nicht. Das heißt, das Serum ist bestimmt am Altar. Und wir werden wahrscheinlich in diese Tür, die, also da hinter uns, also wenn wir uns umdrehen, die da. Rabenschlüsselmäßig. Da müssen wir wahrscheinlich rein. Im Haupthaus war auch noch eine Tür mit dem Rabenschlüssel. Das heißt, wir brauchen schon wieder Schlüssel. Wir gehen jetzt aber erstmal weiter. Ich habe so ein bisschen Angst, dass die hier auch überall rumläuft. Frage ist, kann die hier auch rüber? Hier hatte sie die Mia ja geschnappt, also uns, als wir Mia waren. Und wir kamen gar nicht dazu, irgendwas weiterzumachen. Können wir hier kaputt machen? Hat die gar nicht gehört. Hat die nicht gehört. Firma. Da. Flaps. Hier nochmal flüssige Chemikalie. Ach ja, und da war die Tür zu. Ah, hier war. Ich habe nicht genug. Nee, so ein Mist. Ich habe nicht genug Platz. Hier ist so eine Kurbel. Die konnten wir gar nicht mitnehmen. Oh, hier ist noch so ein Wackelkopf.
hier ist auch überall so Gewürm und... Kammerjäger rufen. So, was können wir? Können wir irgendwas machen, herstellen oder sonst was? Dass wir die Kurbel mitnehmen können. Festbrennstoff. So, gucken wir mal. Wir könnten Festbrennstoff und flüssige Chemikalie. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Können wir noch irgendwas machen? Jetzt haben wir zwei Plätze schon mal frei. Das sollten wir weglegen dann. Kraut brauchen wir im Moment auch nicht. Gut, uns geht es nicht ganz so gut, aber ich möchte jetzt auch noch keinen Heiltrank hier verschwenden und auch nicht dieses Muskelkraft enorm erhöhen Dings. Okay, reicht das denn schon? Okay, sie haben nicht genug Platz. Was? Sie haben nicht genug Platz. Ist doch im Inventar. Ist doch alles gut. Kurbel. Ein Maschinenteil, mit dem verschiedene Geräte bedient werden können. Eine mega gute Erklärung für eine Kurbel. So, wo können wir denn eine Kurbel benutzen? Wo können wir denn jetzt eine Kurbel benutzen? Ich möchte eigentlich möchte ich schon mehr gerne speichern. Wir gehen jetzt hier wieder raus und dann speichern wir. Ich weiß, ich bin echt ein Schisser. Da ist schon wieder ein Insekt. Das heißt, die ist auch hier. Die ist auch hier. Ich möchte nicht so viel Muni für die Viecher da verschwenden. Aber wir nehmen jetzt trotzdem mal wieder den Flammenwerfer. Na komm hoch. Wenn so viele Viecher hier sind, dann ist die auch hier. Garantiert. Okay, frag dich, wo ich die Kurbel einsetzen kann. Hier kann ich, glaube ich, eine Kurbel einsetzen. Sieht prädestiniert aus für eine Kurbel. Okay. Abkürzung. Obwohl, ich möchte trotzdem jetzt nicht daher. Wir gehen nochmal zurück und speichern, haben wir ja gesagt. Puff, 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 puff. Yummy. Die brauchen echt einen Kammerjäger. Können sie die alte gleich mit ausräuchern. Diese Musik im Hintergrund, ne? Diese leise. Wieso ist die Tür zu? Ich hatte die Tür nicht zugemacht. Keiner geht in meinen Speicherraum. Das ist mein Speicherraum. Ein süßer kleiner Speicherraum. So. So, das Kraut können wir ablegen. Flüssige Chemikalie können wir erstmal ablegen. Dieses Psychozeug können wir ablegen. Flammenwerfer, Munition brauchen wir. Die Munition brauchen wir. Flinte, Pistole, genau. So. Kurbel. Wir haben die Kurbel benutzt, aber wieder mitgenommen. Heißt das jetzt... Wir brauchen die vielleicht noch. So wie diese Schlüssel. Weil wenn man das wieder mitnimmt. Die Schlüssel brauchen wir auch immer zwei, dreimal. Da sind wir nochmal drin. Wie viel Platz haben wir? Vier Plätze haben wir wieder. Eigentlich ganz okay. Dann speichern wir mal eben. Ja. Ich überschreibe mal wieder. Mein Plan war ganz anders, ne? Hatte ich das nicht erwähnt, dass wir immer neun anlegen und dann irgendwann von unten, aber meine Pläne ändern sich irgendwie minütlich. So. Gut, dass wir hier reingucken können, ob die da ist.
Männchen, wo sind wir denn jetzt hier? Also da drüben. Da waren wir ja drin geradeaus in dem Haus, ne? Da haben wir das Teil für diesen Brenner gekriegt. Und da... wieso waren wir denn da drüben nicht? Oder? Waren wir da auch drin? Waren wir da auch drin? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Moment, wir haben noch eine Karte. Wir haben noch eine Karte. Wieso gucke ich denn da nicht rein? So. Hier ist das Haupthaus. Ich hoffe, die kommt jetzt da nicht wieder, dass ich mich in Ruhe mal einmal wieder umschauen kann. So, da kommen wir in die Galerie, Salon, Eingang. Wir können auch noch nach oben. Zimmer des Hausarrest, Kinderzimmer. Kontaminierter Raum. Wir können auch noch nach oben und an der Altar. Leute. Leute, wir müssen nach oben. Und dazu brauchen wir diesen blöden Schlüssel. Weil ich gehe davon aus, dass irgendwie dieses Serum irgendwas mit diesem Altar zu tun hat. Da ist auch noch eine zuge Tür. Also müssen wir jetzt den Schlüssel, den Rabenschlüssel finden. Kann ich denn hier nicht auch draußen? Wo ist denn draußen? Das sieht man gar nicht irgendwie. Ah, okay, da ist der Wohnwagen. Da brauche ich noch einen Schlüssel, um da rauszukommen. In der Hier in der Vorratskammer waren wir auch noch nicht. Da brauchen wir auch so einen Rabenschlüssel. Also Schlangenschlüssel bräuchten wir noch. Rabenschlüssel. Gewächshaus. Da sind wir auch noch nicht gewesen. Okay. Halleluja, das wird ja... Was ist das da oben? Moment, aus dem Esszimmer, Salon, Esszimmer, da waren wir drin und da waren wir auch noch nicht drin. Das ist, da, wo ich gerade gesagt habe, da waren wir wirklich noch nicht drin. Wieso waren wir denn da nicht drin? Ich verbrauche immer so viel damit. Hi. Wir rennen einfach mal an ihr vorbei, die sieht uns schon nicht. Sie muss ja eigentlich hier mal kurz raus. Fuck. Mutig an ihr vorbeigerannt. Ja, nee. Komm her, lass dich aufspießen. Gott, ich würde nur noch mit einem ganzen Besteckkasten umgegen rennen, wenn wir solche Killerviecher hier hätten. So, das ist das, was wir gegenüber hier gesehen haben. Und da waren wir nicht drin. Warum waren wir da nicht drin? Weil es da nicht hingeht. Toll. Wir nehmen mal wieder hier den Flammi. Flammen mal das Ding hier ab. Haben wir das noch nicht gemacht? Ja? Ist das wieder neu gekommen? Komm, Platz da. So. Hatten wir das schon weggemacht gehabt? Wieso? Deshalb waren wir da noch nicht drin. Okay. Hier, erste Hilfe. Die könnten wir jetzt tatsächlich doch mal irgendwann nehmen. Okay.
Scheißbrennstoff, Gott sei Dank. Wir brauchen so viel davon. Hallo? Ich möchte das gerne. Hallo? Ticke Münze. Okay, okay, super. Männchen, nee, da kann ich gar nicht nachgucken. Eine haben wir jetzt. Wie viel hatten wir denn gefunden? Hatten wir 5? Ich meine, das wäre dann jetzt die 6. Wir brauchen 9. Was ist hier drin? Krähenschlüssel! Krähenschlüssel, wir haben ihn. Wir haben ihn. Sehr gut. Sehr gut. So, meine Lieben. Ich schiel mal kurz schnell auf die Uhr. Wir sind schon wieder fast drüber. Okay. Ich möchte aber einmal schnell noch speichern. Ohne Scheiß jetzt. Wir rennen jetzt einmal zum Speicherpunkt zurück und speichern, damit ich safe bin, bevor ich die Folge beende. Bevor ich die Folge beende, bitte nicht, ah, nicht sterben. Okay, wir können gut vor der ihr wegrennen. Ja, ja, lästiger Scheißer, du mich auch. Ich mag dich auch nicht. Wir können auch... Ah, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir rennen direkt zum... hier... Können wir da noch durch? Ja, können wir. Wir rennen zum Wohnwagen. Und speichern da. Hoffentlich ist hier keiner. Ich renne mal, ich renne mal, ich renne mal. Da oben sind auch schon wieder Fliegen. Alles safe hier. So, und hier speichern wir mal. Und dann können wir mal eben kurz gucken, wie viele Münzen wir haben. Wir tun die auch mal da rein. So, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Da, antike Münzen. 6 Stück. Also brauchen wir noch 3 Stück, um diese Pistole da zu kriegen. So. Wir nehmen gleich die erste Hilfe. Nehmen wir mal. Uns geht es nicht so gut. Kurbel, weiß ich nicht. Brauchen. Wir gehen nämlich nächste Mal doch erst ins andere Haus zurück, wenn wir da noch reinkommen. Und da war nämlich auch noch eine Krähentür. Da machen wir die erst auf und dann gehen wir nochmal wieder zurück. Weil ich gehe davon aus, dass wir durch Öffnen der Krähentür in dem alten Haus irgendwas triggern. Die alte irgendwie triggern, weil die will ja nicht, dass wir zu diesem Altar kommen. Und ich gehe davon aus, dass wir dann da zu dem Altar hoch müssen. Und da wird die nicht sehr erfreut sein. Habe ich so irgendwie im Gefühl. Deshalb Kurbel lege ich jetzt erstmal weg. Können wir auf dem Rückweg wieder mitnehmen vielleicht. So, und ansonsten Flammendingsbums nehmen wir mit. Wir nehmen alles mit. Erste Hilfe nehmen wir mal eben ein. Also gut geht's uns nicht. Jetzt geht's uns wieder besser. So, und dann können wir speichern. Wo war das nochmal? Hier waren wir. Speichern. Sehr gut, sehr gut. Ich lege auch eine neue Datei mal wieder an. So, gespeichert. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und schreibt mir wie immer gerne einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auch gerne ein Abo dalassen. Und in der nächsten Folge werden wir dann zurück erstmal in das eine Haus, da die Tür auf. Und dann in das andere Haus, da die Tür auf. Und vielleicht habe ich den Plan nächste Mal auch schon wieder vergessen und renne irgendwo anders hin. Kann vorkommen, ist bestimmt, also wir schauen mal, wir schauen mal. Also bis zur nächsten Folge, macht's gut, tschüssi.